Ja, wir sind drauf. Du hast eigentlich einfach Glückwunsch zur Bronze. Ich sage jetzt Glückwunsch, aber man hört überall Bronze gewonnen, Gold verloren. Warum? Wir haben ein klares Ziel ausgegeben, das war die Goldmedaille. Ja, sind dran gescheitert, haben wir jetzt immerhin Bronze geholt. Ja, ist ein Trostpflaster. Nehmen wir auch gerne mit, ist halt eine Medaille. Ist schön, dass wir jetzt die letzten Jahre immer eine Medaille nach Hause genommen haben hier aus dem Dorf. Ja, aber die Gesamtmission ist leider gescheitert. Woran lag es, das? Heute auf morgen waren Flüggen Balkenhaus besser als wir, ganz einfach. Wir haben ein paar Fehler zu viel gemacht im gesamten Spiel, die quasi nicht so viele. Ich weiß nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber das Verhältnis war einfach so, dass das ganz einfach daran festzumachen ist, dass wir verloren haben. Wie geht es noch weiter diese Saison für euch? Wir fliegen noch nach Sao Paulo zum Goethe-Turnier. Und dann eventuell noch nach China weiter. Und dann Schluss im Oktober, ja. Oh, wie geht es mit Euer Windscheif in 2014 weiter? Ja, das wird wir haben noch nicht darüber gesprochen, aber ich denke, es wird weitergehen. Habt ihr langfristig das Ziel, hier auszugehen oder denkt ihr, jedes Jahr? Können wir das hier abbrechen? Wir haben noch nicht darüber gesprochen. Also, insofern gibt es keine Aussage. Aber ihr wollt schon in Zwölf spielen 2016? Ja, klar. Auch alleine oder als Team ist es dann... Ich denke auch als Team. Also, wie gesagt, wir müssen darüber noch sprechen. Wir werden am Ende der Saison oder auch wahrscheinlich auch jetzt die nächsten Wochen darüber klar werden. Aber wie gesagt, so ein Beach-Volleyball-Szene ist ja mal immer für Überraschungen. Danke. Und ich habe ja auch schon das Gerücht gehört, dass mein Partner leider mit Katsche zusammenspielt. Insofern Katsche ist mein bester Freund. Insofern habe ich natürlich dann wieder das Problem, dass dann zwei gute Abwehrspieler sich zusammengetan haben und ich muss dann wieder auf die Suche gehen. Ja. Ja, also wenn Beach-Volleyball.de das schon geschrieben hat, dann muss das ja wohl wahr sein. Mach's jetzt einmal laut für den Spieler. Mit der